guten Morgen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, Tabata Intense, Dienstag, 7.45 Uhr. Ich freue mich sehr, wieder mit euch da zu sein. Ich heiße Doro, wie ihr wollt. Und wir verbringen zusammen eine halbe Stunde. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen werde ich heute nicht viel quatschen und wir werden einfach machen. Ich habe tolle Tabata für euch vorbereitet und wir haben 5 Durchgänge, ja? Also es wird hart. Und ich freue mich auf ein paar von euch, die von der vorigen Session mit dabei sind. Ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen und ich weiß, ein paar sind dabei. Ich freue mich sehr. Ich schalte Musik an und gleich bin ich zurück. Zuerst zur Seite.
Lama. Und jetzt, vielleicht, legt euch bitte auf die Matte, Fersen an, Gesäß, hebt dein Becken hoch, ein Bein ausstrecken und jetzt nicht den Bein, 5 Wiederholungen, 3, 2, 1, Beinwechsel, 1, 2, 3, 4 und 5. Okay. Wir haben nicht so viel Zeit und ich will auch nicht so viel Zeit verlieren. Deswegen starten wir gleich. Wir haben 5 Runden und zwar alle 5 Runden sind gleich. Also wir haben 4 Übungen und die 4 Übungen in der Tabata. Und diese Tabata machen wir 5 Mal. So, erste Übung ist Mountain Climber. So, Mountain Climber für 20 Sekunden. 10 Sekunden Pause. Übung Nummer 2 ist One Leg Hip Bridge. Ein Bein nach oben und du hebst einfach dein rechten Kopf und tief, okay? Dann bleibst du auch auf dem Bauch und machst deine Übung heißt etwas. So, Töte Insekt. Alles oben und jetzt schlägst du diagonal ab und Bein aus und wieder zurück und wechsel. Und letzte Übung. Du drehst dich auf den Bauch, hebst Arme und Füße hoch und haltest für 20 Sekunden. Sounds easy? Ist aber nicht, wenn man das 5 Wochen macht. Ja? Okay, wir starten. Tabata, Bauchhaltung. 20 Sekunden Pause, 20 Sekunden Abstrecken, 10 Sekunden Pause, 8 Durchgänge. Ich werde euch noch natürlich alles erklären. Ich hole noch einen Timer und gleich bin ich bei euch. Wir starten in 10 Sekunden, meine Lieben, mit Mountain Climber. 20 Sekunden Anstrengung und dann wechseln die Übung. 3, 2, let's go. Zieh Knie zur Brust, Hand, Ellbogen und Schulter bilden eine gerade Linie. Und du läufst. Lauf, 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 lauf. Pause, leg dich auf der Matte. Leg dich auf der Matte und jetzt musst du kontrollieren, welches Bein du jetzt hebst, weil da musst du das Bein wechseln. 2, 1, Becken hoch. Drück dich hoch. Popo ganz fest anspannen. So, wir fokussieren uns bei der Tabata auf Chor. 3, 2, 1, Pause, 10 Sekunden Pause, alles ausschütteln. Erste Tabata wird einfach sein, aber dann spürst du es. Gib die Arme und Beine hoch, den Back, let's go. Erste Mal, Hand und Fuß ausstrecken, Oberkörper, Kopf. In deinem eigenen Tempo, aber nicht zu langsam, bitte. Auf Pause. 10 Sekunden Pause, drehe ich aber derweil schon auf den Bauch. Und jetzt eine isometrische Drücke. Nur halten. Und go. Arme und Füße weg von der Matte. Und halte. Halte, halte, halte. Popo ganz fest anspannen. Und Pause. Gut, wir kommen wieder zur Mountain Climber. 3, 2, let's go. So, das ist Durchgang Nummer 2. So, in einer Tabata haben wir 8x 20 Sekunden. Ja? So, jede Übung machen wir 2x in einer Tabata. Und stopp. Leg dich bitte auf der Matte. Jetzt mal anderes Bein, hoch hier und
Becken vom Zudecken. Und let's go. Du musst dir immer merken, welches Bein du davor gemacht hast. Go, go, go. Du hast noch 3, 2 und Pause. Denk, Bock. Kommt der Insel. Warum diese Übung so einweist? Warum nicht? Aber wieder starten. Go. Schön alles ausstrecken. Bauch ist fest. Du hast noch 3, 2 und 1. Rico. Superman hoch. 3, 2, komm auf. Alles hoch. Komm auf ganz fest. Und Pause. Okay. Die erste Tabata ist vorbei. Davor haben wir noch 4. Es war einfach, vielleicht, aber jetzt wird natürlich in jeder Runde ein bisschen schwieriger. Wir haben 30 Sekunden Pause, aber ich werde das ein bisschen beschleunigen. So, wir haben nicht 30, sondern 10 Sekunden Pause. Damit es nicht langweilig ist. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt ein bisschen schneller. Mach ein bisschen schneller. Schnelle und kurze Bewegungen in den Mountain Climber. Okay, wir wollen Herzfrequenz ganz hoch springen. Und stopp. Bewegung. Wieder einmal hoch, das andere Bein auf der Matte. Let's go. Wenn du bereit bist, du hast noch 3 Sekunden.
Pause. Domenico. Yes. Letzte 20 in diesem Tabata Nummer 2, haben wir 3 davon. Und go. Schön alles weg von der Matte halten. Versuch deine Oberschenkel ein bisschen höher zu bringen. Pause. Okay. 10 Sekunden, 15 Sekunden Pause. Und gleich starten wir in Runde Nummer 3. Alles ausschütteln. 10 Sekunden. 10 Sekunden Pause. Nach dem Treiber jetzt noch ein bisschen schneller. Jede Runde wird schneller. 3, 2, let's go. So, wie schnell kannst du laufen? Wie schnell kannst du deine Laufbeinkleidung machen? Ich glaube, du kannst noch ein bisschen schneller. Denk daran, keiner sieht dich, nur in dich selber. Pause. Leg dich auf der Matte, Rückenlage. So, du kippst nur gegen dich. Let's go. Bein hoch. Drück deine Ferse zu Decke. Ganz hoch. Ganz hoch. Du hast noch 10 Sekunden. Pause. Dead clock. So. Alles hoch und go. Mach dich lang und mach die Bewegung ein bisschen schneller. Ich möchte, dass deine Herzfrequenzspitze ganz hoch ist. So schnell, du hast 20 Sekunden auf der Zeit. Und stopp, Bewegung. Bewegung, alles schön ausstrecken. Und du hast noch 3, 2, go. Halte durch. Das sind nur 20 Sekunden. So, versuch vielleicht die Oberschenkel noch ein bisschen weg von der Matte zu bringen. Die Hände und dein Kopf ganz, ganz fest anspannen. Und Pause. Bewegung. Mountain Climber. Mountain Climber. Meine Haare sind. Komm, 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 komm. Meine Haare sind überall. So, du machst weiter. 10 Sekunden. Und der Beine sinkt für uns. Und stopp. Pause. Leg dich auf der Matte. Anderes Bein komm hoch. Und let's go. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit gleiches Bein habe. So, 10 Sekunden. Und stopp. Pause. Dead back. Ich hoffe, ihr spürt schon ein bisschen. Alles hoch. Let's go. So, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und mach die Reise noch ein bisschen schneller. Das ist schon unsere Tabata Nummer 3 von 5. Go, go, go. Und stopp, Pause. Bewegung. Alles ausstrecken und alles drumherum. Die Füße hoch. Oberschenkel weg von der Matte. Du hast noch 8 Sekunden, so bitte nicht ablegen. Stopp. 15 Sekunden Pause und wir hoffen, wir kommen zu Tabata Nummer 4. So.
So, are you ready? Komm bitte wieder in Pusher-Position. 3, 2, Mountain Climber. Schnelle und kurze Beine. Du läufst einfach nach vorne. Und stopp. Leg dich auf die Matte. Auf den Rücken. Hip Bridge. Hip Bridge. Let's go. So, Sinn und Zweck von Tabata ist, dass wir in den 20 Sekunden alles geben. Alles, was wir noch haben. Und stopp. So, wenn du nicht außer Atem bist, dann gib dir 20 Sekunden, musst du ein bisschen intensiver arbeiten, bitte, ja? Und go, nächste Übung. Halte durch. 3, 2,
stressed. Du kannst uns auch beschäftigen, weg von der Matte zu bringen, ja? Halte, halte, halte und stopp. Rigo, letztes Mal. Letzte Mal für Players. So, jetzt alles, alles, alles geben. 2, 1. Run for your life. Laufe ganz schnell. Ganz, 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 ganz schnell. 10 Sekunden noch. 3, 2, 1. Umdrehen. Hüftbrücke, einmal hoch und go. Letzte Chance, letzte Chance. 10 Sekunden. Und mobilisieren.